Der Abschluss der Wikinger-Kampagne ist im Prinzip Trojaner Mission 11. Wir sollen eine Streitmacht aufbauen und an einem bestimmten Punkt sammeln. Die Missionsbeschreibung lügt uns aber mal wieder an. Es wird zwar nach 10 Kriegsmaschinen und 30 Level 3 Soldaten jeder Waffengattung gefragt, tatsächlich müssen wir aber keine Axtkämpfer anschleppen. Das könnte man für die Enhanced Edition leicht korrigieren, aber ich bin mir etwas unsicher, ob das Sinn macht. Damit bleibt aber die Frage, wo unsere Truppen hin sollen. Tatsächlich müssen sie hier hin. Sobald der Dunkle Tempel zerstört wird, erscheint dort eine entsprechende Markierung. Wir müssen das Gebiet aber auch vom dunklen Volk säubern. Konkret heißt das, dass nur eine bestimmte Anzahl an Feldern mit dunklem Land übrig bleiben darf. Die Bergkette im Norden enthält Kohle, Eisen, Gold und Stein. Der südliche Teil der westlichen Bergkette enthält zusätzliche Kohle, Eisen und Stein. Die übrigen Berge auf der Insel sind leer. Im Südwesten der Karte gibt es außerdem eine weitere Insel, die so aussieht, als wäre sie ursprünglich als Treffpunkt für die vier Völker vorgesehen worden. Dort liegen Gold und Waffen herum, aber nichts, wofür wir extra herkommen müssten. Da wir uns auf einer anderen Insel befinden, können wir effektiv selbst entscheiden, wann wir uns den Manakoptern stellen wollen. Expandiert nach Nordwesten, bis ihr die Küste erreicht, damit ihr dort später eine Werft und eine Fahrzeugmanufaktur bauen könnt. Den Tempel mit einem Priester zu erreichen ist etwas tricky, aber durchaus machbar. Wenn ihr ihn zerstört, leistet das dunkle Volk effektiv keinen Widerstand mehr. Da wir keine Axtkämpfer brauchen, produziert ihr einfach ausgewogene Level 3 Schwertkämpfer und Bogenschützen, dann müsst ihr ihre Anzahl nicht micromanagen. Sobald die Soldaten des dunklen Volks eliminiert sind, bringt ihr die Kriegsmaschinen und Gärtner rüber und rückt F12, bis genug dunkles Land wiederhergestellt wurde. Sobald das geschehen ist, habt ihr die Wikinger-Kampagne erfolgreich abgeschlossen.